Hallo Leute, herzlich willkommen. Kurz zum Stand der Dinge. In dieser 15. Folge befinde ich mich zwar nach wie vor im Dorf Schlucht im Breland, aber habe eigentlich hier soweit alle Aufgaben erledigt. In der Zwischenzeit habe ich noch ein paar kleinere Mini-Aufgaben hier im Dorf gelöst, sodass ich hier im Schlucht, also im Dorf Schlucht, nichts mehr befindet, wo ich helfen könnte. Das heißt, ich habe ja alle Aufgaben gelöst und muss mich jetzt nach Stadel machen, in Dorf Stadel, wo mich die Oberwachtmeisterin Heidestroh erwartet. Und dort muss ich halt die weitere Vorgehensweise besprechen, weil Thoradan, der Waldläufer, der hier vor Ort war, gestorben ist und Amdir geflüchtet ist. Gut, dann machen wir uns auf den Weg. Ich bin schon soweit vorbereitet. Und dann gehen wir diese Straße entlang hoch Richtung Stadel. In Bre werde ich zwar auch schon erwartet, aber ich muss erstmal nach Stadel, um dort mit den Hobbits zu sprechen und dann auch hinterher nach Bre. So. Alles klar, sehr sportlich, der Jäger hier. So, das hier ist einer der Eingangstore nach Bre, aber da gehen wir jetzt nicht hin, sondern holen uns von Lolo Wanderwerk, Wendenweg, noch die Aufgabe. Die hatten wir ja letztens nicht angenommen, weil die hier nicht im Bereich lag. Und er hat zwei Aufgaben für uns, also für mich. Guten Tag, dürfte ich kurz mit euch sprechen? Ja, er sagt, Stadel ist ein ruhiger Ort, jedenfalls normalerweise. In letzter Zeit fürchten sich die Wächter und Bannwarte allerdings vor den Mückenwassermooren, um den großen Volk, das in Ruinen in Süden zieht. Wenn ihr die Straße nach Süden weiter folgt, kommt ihr in die Mitte von Stadel. Sprecht dort mit Wachtmeister Rotwurz und sagt ihm, dass ich euch zu Hilfe geschickt habe. Gut, den Hobbits helfen wir gerne. Und dann noch die, dürfte ich kurz mit euch sprechen? Und dann noch die zweite Aufgabe. Ich muss nach Bre und dort mit den Oberwachtmeister sprechen. Gut. Aber zuerst begebe ich mich hier Richtung Stadel. Und ich muss erstmal hier ein bisschen die Landschaft bewundern, weil das sind ja richtig riesige Bäume. Das sind ja Mauschis hier. So, dann rein Richtung Stadel. Und dann erkennt man eigentlich recht schnell das, was ich schon in den letzten Folgen erzählt habe, dass in Stadel ein der Dörfer in Breland größtenteils die Hobbits wohnen. Da sieht man ja schon an den Häusern hier und an den Bewohnern. So, dann schaue ich mich mal hier um. Ach, da ist die Bannwärtin, mit der muss ich sprechen. Was benötigt ihr? Die sagt, ha, warum lauft ihr so aufgeregt herum? Ah, Thoradan ist tot. Das kann nicht sein. Ich habe ihn doch vor kurzem noch gesehen. Ich sollte für ihn eine Botschaft senden zu einem seiner Leute in der Höhle auf der anderen Seite der Mückenwassermoore bringen. Als ich dort ankam, fand ich die Höhle allerdings leer vor. Okay, ich habe jetzt die Aufgabe, mit einem der Waldläufer namens Mundol zu sprechen. Und sie hat noch eine weitere Aufgabe für mich. Und zwar gefährliche Keiler. Würdet ihr mir vielleicht einen Gefallen erweisen? Die sagt zu mir, die guten Leute von Stadel versorgen einen großen Teil Brelandes mit frischen landwirtschaftlichen Produkten. Und wir sind ihnen dafür dankbar. Unser Hauptmann in Bre hat mir und meinen Kameraden befohlen, diesen Ort zu bewachen. Seit kurzem beobachten wir, dass die Anzahl wilder Tiere außerhalb Stadels stetig ansteigt. Wenn wir nicht einschreiten, wird das kleine Volk früher oder später auf den Weg von den Feldern nach Hause angegriffen werden und im Ort wird es zu Tumulten kommen. So, okay, ich muss da jetzt tobende Borstenfälle, also das sind ja große Keiler, da besiegen. So. Dann haben wir hier, glaube ich, noch eine Aufgabe, die wir abgeben. Das ist der Wachtmeister Rotwurz. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Er sagt zu mir, seid gegrüßt, ihr kommt von Lolo, richtig. Und ihr seid an den richtigen Ort gekommen.
Um Stadel rum passiert viel, das Aufmerksamkeit erfordert und es gibt so wenige Wächter und Bahnwarte, um sich um alles zu kümmern. Okay, da ist dankbar, dass wir jetzt hier sind und hat natürlich einen Strauß an Aufgaben für uns. Deswegen muss ich jetzt das alles, was nicht eher für die Gegend zuständig ist, aus der Übersicht entfernen, damit ich den Überblick nicht verliere. Okay, ich muss die... Dürfte ich euch einen Moment eurer Zeit stehlen? Es geht um die Bilvis in Mückenwassermoore. Die bedrohen hier die Gegend und die ich muss die Lage auskundschaften. Okay, ich muss zweimal drei Bilvisse in den Mückenwassermooren besiegen. Gut, dann haben wir hier noch eine weitere Aufgabe. Bleibt einen Moment. Ich muss mit einer älteren Hobbit-Dame sprechen, die Hilfe braucht. Okay, dann machen wir das mal. Und der hat noch eine Aufgabe für uns. Zwei Häuptlinge. Bleibt einen Moment. Er sagt, gut möglich, dass wir den Bilvissen endlich einen entscheidenden Schlag versetzen können. Das Einzige, was sie davon abhält, sich gegenseitig zu bekämpfen, ist ihre Loyalität gegenüber ihren beiden Häuptlingen, Gurstadz und Guzram. Gut, das heißt, ich muss diese beiden Häuptlinge besiegen, damit ich die Orks bzw. Bilvisse dann in Chaos stürze. Okay, dann machen wir das gerne, natürlich. Und die Wachtmeisterin hier hat auch, glaube ich, Aufgaben für uns. Könnte ich einen Augenblick mit euch sprechen? Und die schickt mich dann auch in die Mückenwassermoore, um die Zierkirper zu beseitigen. Okay, gut. Dann schaue ich mich, was es hier gibt. Aha, es gibt einen Meister der Handwerksgilden. Oh, das ist ein Krämer. Der hat auch eine Aufgabe für uns. Und, was sagt er? Dürfte ich kurz mit euch sprechen? Er sagte mir, mir ist aufgefallen, dass mein Pfeifenkrautfeld nicht mehr so dicht wächst, wie es sollte. Ich hatte zunächst vermutet, dass sich die Tiere daran gütlich getan haben. Wir hatten erst kürzlich Probleme mit Wölfen, die dicht bis ans Dorf gekommen waren. Doch ich glaube nicht, dass dies der Grund ist. Was würden Wölfe mit Pfeifenkraut anfangen? Ich glaube, die Schwarzwaldräuber sind schuld. Okay, also das heißt, es hat sich ja noch eine kleine Gruppe der Schwarzwolds hier irgendwo festgesetzt, die Probleme bereiten. Gut, ich gucke mal, wer hier noch eine Aufgabe für mich. Ah, das ist der Hobbit hier, die Aufgabe hat. Darf ich euch einen Moment eure Zeit stehlen? Okay, alles klar. Wieder halt eine Botschaft überbringen. Gut, das tun wir dann auch. Und jetzt muss ich mir erstmal die Überblick verschaffen, wo all die ganzen Aufgaben sind, die ich angehen soll. Okay, also alles Richtung Osten und Südosten. Gut, dann bin ich, glaube ich, hier auf den richtigen Weg. So, ich glaube, die Keiler waren hier in der Nähe, den Hang runter. Hoppa, hier muss ich aufpassen, dass ich mich nicht flach lege, auf die Nase falle. Könnte wehtun. Da ist ja schon mal ein Keiler. Super. Das trifft sich ja gut. Ich brauche ja nämlich Felle für meine Lederausrüstung. Sehr gut. Noch 9 weitere. Und da sind ja schon welche. Oh, aufgestiegen. Super. Stufe 14. Und mal gucken. Alles klar. Ich habe jetzt nämlich die abgeschlossene Unbezwingbare. Das heißt, ich habe eine Tat abgeschlossen für das Tatenbuch. Und was heißt das? Erreicht die Stufe 14, ohne in Kampf gefallen zu sein. Gut. Okay. Alles klar. So. Und dann habe ich jetzt... Ach, das ist ja super. Ich habe jetzt eine neue Fähigkeit bekommen. Und zwar
Gift neutralisieren. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie von einem Monster oder einem Tier vergiftet werde, kann ich mich ja heilen. Das sieht dann so aus. Cool. Cool. So, und dann habe ich jetzt... Nein, ich habe noch keinen Eigenschaftspunkt bekommen. Gut. Dann lasst uns weitermachen. Jetzt hier über Eschenzweige besorgen. Beeren brauche ich jetzt nicht anzugehen. Okay, sondern nur die Keile. Gut. Da ist ja einer. Das geht jetzt ruckizucki. Prima. Ah, das ist ja schön. Da sind ja so viele auf einen Haufen. Jetzt muss ich aber aufpassen, dass sie mich nicht überrennen. So, zwei gehen ja noch. Vielleicht drei, aber dann muss ich aufpassen. Ja, super. Prima. So, dann diesen hier noch. Das wäre dann der siebte. Und so kann es eigentlich ruhig weitergehen. Gemütlich beim schönen Wetter. Sonnenschein, schöne Landschaft. So kann Arbeit Spaß machen. So, und jetzt der neunte. Noch ein und dann sind wir eigentlich durch damit. Ist die erste Aufgabe hier in der Gegend dann erledigt? Jo. So, und dann wieder zurück. Können wir schon mal die Aufgabe abgeben. Und wie man hier sieht, man bekommt für Handwerkern, ist zwar nur minimal, aber trotzdem auch Erfahrungspunkte. Mhm. Okay. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Ja, die bedankt sich und gibt uns eigentlich Belohnung. Leider kann ich davon jetzt nichts nutzen. Deswegen kann ich ja nur höchstens schauen, welches wertvoller ist, damit ich es gleich verkaufe. Okay, beenden. Super. Okay, Handelsfrau für Angelbedarf. Man kann ja nämlich in Herr der Ringe Online auch Hobby betreiben. Und ich glaube, soweit ich weiß, das einzige Hobby, was man betreiben kann, ist Angeln. Aber damit kann man ja auch dann Fische einfangen, die man dann als Koch auch nutzen kann. So, dann gehen wir jetzt hier weiter.
glaube ich, ist hier die nächste Aufgabe, die wir abgeben können oder beziehungsweise angehen können. Ja, genau. Das ist ein weiterer Bannwart hier auf Stadel. Der Bolga. Dem müssen wir sprechen. Was benötigt ihr? Er sagt, ich weiß nicht, wie viele Briefe von Himlock ich noch ertragen kann. Wir sollten besser etwas gegen die Räuber unternehmen, die ihm sein Pfeifenkraut stehlen, bevor ich noch so einen Brief bekomme. Dürfte ich kurz mit euch sprechen? Und dann sagt er weiter. Die Schwarzwolds haben ihr Lager in der Feste Baranor aufgeschlagen. Das ist südlich und einen Tick westlich von hier. Ich vermute, dass sie sich jeweils das nachts hervorschleichen, um Pfeifenkraut und Feldfrüchte zu stehlen. Wahrscheinlich bewahren sie Himlocks Pfeifenkraut in einem Fass irgendwo in der Ruine auf. Okay, das gestohlene Pfeifenkraut besorgen. Sehr gut. Dann schaue ich, wie weit die nächste Aufgabe ist, die ich in der Gegend habe. Das müsste eigentlich hier in der Nähe sein. Deswegen gehe ich lieber hier hoch. Da ist ja nämlich auch nochmal Erz zum Ausgraben. Sehr gut, das kann ich dann nehmen. Und dann ist die nächste Aufgabe hier irgendwo. Gucke ich mal, ob ich da richtig gehe. Mit den ganzen kleinen Pfade von den Hobbits kann man sich auch ein bisschen verlaufen. Ja, das müsste irgendwo hier sein. Oder? Ja, genau. Genau. Gummibockshof. Da ist die Gute. Das ist die Hobbit-Dame, der ich irgendwie helfen soll. Guten Tag. Die sagt, Rotwurz ist ein solch guter Bannwart, hat immer einen Moment für Gummi-Zeit. Ich war schon hier, als ich kleiner Hobbit war. Erst als junges Mädchen und jetzt im Alter. Ich habe hier viele gute Hobbits gesehen und noch mehr, die auf den Hügeln mit Sicht auf Bree oder nach Bockland oder ins Auenland abgewandert sind. Stadel ist mein Zuhause und ich werde nie wegsehen, nie weggehen. Ich kenne hier alle Hobbits, die mit langen Haaren, die mit lockigen Haaren und so weiter und so weiter. Und dann sagt er, jetzt hört doch nur, wie ich wieder schwatze. Ja, ich wollte jetzt nichts gesagt haben. Okay. So, worum geht's? Wie kann ich schlafen? Und er sagte, ich wette, Falco Grünhand ist der beste Gärtner in ganz Stadel. Und das bedeutet schon etwas. Er ist sehr stolz auf seinen Garten und das nicht ohne Grund. Es ist eine wahre Augenweide. In letzter Zeit kommt er nicht mehr zu Besuch, wie es früher immer getan hat, und ich mache mir Sorgen um ihn. Ich habe sogar gehört, dass sein Garten verwildert und vielleicht sogar den Winter nicht überstehen wird. Okay, die macht sich Sorgen um den Nachbarn. Ich soll da ihn jetzt mal aufsuchen und nach den Rechten schauen. Ach, da ist er schon. Er hat ja einen Brunnen sogar hier direkt vor der Tür. Naja, so verwildert sieht ja die eigentlich gar nicht aus, obwohl doch, naja. Wie ist das Wertebefinden? Er sagt zu mir, bitte lasst mich in Ruhe. Ich kann es jetzt nicht gebrauchen, ich habe selbst genug Sorgen. Zu viele, um mich noch um irgendein Wichtigtuer zu kümmern. Geht! Ihr habt mit meinen Problemen nichts zu schaffen. Und sagt Gummi, dass sie aufhören soll, ihre Nase überall reinzustecken. Oh, das ist aber nicht sehr freundlich. Da macht sich die gute Frau Sorgen um ihn und er ist so pampisch. Na gut. Dann überbringe ich hier das. Aber die könnten ja auch mal vielleicht miteinander reden. Dann könnte ich mich ja endlich um die Räuber ja hier kümmern. Ich soll mir nun keine Sorgen machen. Na, ich kenne ihn schon mein ganzes Leben lang. Und ich sage euch, es gibt nichts, was ihm so am Herzen liegt wie sein Garten. Ich werde nicht einfach bloß herumstehen und nichts tun. Guten Tag. Dürfte ich kurz mit euch sprechen? Okay, dann sagt die, vielleicht könnt ihr mit jemand aus Stadel sprechen und sehen, ob jemand weiß, was mit Falcos Garten passiert. Irgendjemand wird etwas wissen, das euch weiterhilft. Okay, ich soll mit den Leuten in Stadel sprechen. Das werde ich auch glatt tun, aber bevor ich das mache, ziehe ich mal den Räubern hier die Pfeifenkraut klauen einfach mal die Ohren lang. Und auf den Rückweg, da muss ich ja sowieso nach Stadel wieder zurück, kann ich mit den Leuten reden. So spare ich mir halt den doppelten Weg.
Und da ist ja nochmal Ader Kupfer, die kann ich ja mal... Naja, da habe ich ja falsches Werkzeug. Ach doch, ne, habe ich richtig. Dann kann ich das hier wegschmeißen. Ich habe ja zweimal Schürfwerkzeuge. Und da sehe ich eine schwere Eber-Eschenzweige. Die kann ich nämlich auch mir besorgen. Okay. Und dann geht es jetzt weiter in die verlassene Festung, wo sich die Räuber wieder eingenistet haben. Jetzt in die richtige Richtung gegangen. Ah, nicht ganz. Dann müssen wir hier zu dem gelben Baum hier. Das heißt ja auch so, der gelbe Baum. Der ist ziemlich groß. So, und da sehe ich ja schon die Festungsruine und da sind ja natürlich auch die Räuber. Aber erst wird vor der Feste Baranorm immer Kupfer abgebaut. Sehr gut, das. Und dann richtig für den Kampf vorbereiten. Und rein. Oh, ging aber zacki zacki. Rumsteht. Und da sehe ich was schimmern und leuchten. Ah, eine Vorratskiste. Ich dachte schon, das wäre schon Tabak bzw. Pfeifenkraut. Okay. Loot. Loot ist immer gut. So, muss ich jetzt die Räuber... Ne, muss ich nicht angehen. Da kann ich mich eigentlich hier direkt durchkämpfen. Ach, da sehe ich ja schon fast mit gestohlenem Pfeifenkraut. Prima. Prima, sehr gut. Dann nehme ich mir das mal und gebe es dann wieder ab. Sehr gut. Beim nächsten Mal kann ich dann hier vorbeikommen und ein bisschen die Räuber hier aus der Festung ausräuchern. Aber jetzt haben wir keine Zeit dafür. Sondern wir geben uns jetzt auf den Weg zurück. Auf den Weg jetzt nach Stadel zurück. Ja. Ach ja, hier ist Kupfer. Sehe ich gerade. Dann tue ich das mal abbauen. Aber ich muss aufpassen, mein Inventar ist voll. Da kann ich nämlich nicht alles aufnehmen. Hm. Ist hier bloß was verkauft. Naja gut, kann man jetzt nichts machen. Das hier nutzen, dann habe ich jetzt einen Platz mehr. Und hier sehe ich Kupfer. Immer her damit.
Und dort in diese Richtung, wo ich jetzt gerade schaue, das sind die Mückenwassermoore. Und dort haben sich anscheinend die Billwisse eingenistet. Und hier ist eine weitere Aufgabe, die ich angehen kann. Okay. Hallo. Ah, das ist eine Bewohnerin, eine der Bewohnerin, mit denen ich sprechen soll. Okay, die sagt, ich wünschte, ich wüsste nicht, was ich weiß, aber ich tue es nun mal. Ich habe Falco versprochen, nichts zu verraten. Bitte richtet Gummy aus, dass es mir leid tut, dass ich ihr nicht helfen kann. Habe ich jetzt nicht so ganz verstanden, was die Gute mir erzählen wollte. Aber gut, ich würde es so weitergeben. Aber bevor ich jetzt hier weitergehe, sehe ich hier eine Ader Kupfer. Die tue ich natürlich dann abbauen. Okay. Das ist ein Schwarzwalddieb. Dann tue ich hier mal kurz mal angehen. Oh, der ist ziemlich stark. Oh, jetzt bin ich aber hier bewusstlos. Beziehungsweise benommen. Mal ein bisschen zurückziehen, damit ich ein bisschen bessere Übersicht habe. So, jetzt habe ich dich aber, Junge. Hast dich mit den Falschen eingelegt. Gut, das heißt, das wird wahrscheinlich in einer der folgenden Aufgabe was sein. So, jetzt muss ich zu der Gummibock gehen und mit ihr nochmal sprechen. Wie ist das Wertebefinden? Aha. Ihr sagt, Liliane weiß, was mit Falco los ist, aber will es nicht sagen. Das Mädchen sollte sich schämen. Ja, das finde ich auch. Doch, und nehmt etwas Tee. Und dann sagt sie, wenn Liliane etwas weiß, können wir sie wahrscheinlich zum Reden bringen. Sie ist schüchtern wie die meisten Hobbit-Mädchen ihres Alters. Aber wenn ihr nett fragt, wird sie euch sicher etwas verraten, mit dem ihr den armen Falco helfen könnt. Ja gut, dann versuchen wir unser Bestes. Mal ein bisschen Charme spielen lassen, vielleicht hilft das. Dann wieder zurück zu dem Mädel. Und mal gucken. Wie wir ihr vielleicht können wir irgendwie helfen. Dann redet sie das. Ach so, sie sagt, ich habe Falco versprochen, dass ich nichts sagen würde, aber vielleicht kann ich euch etwas verraten, ohne etwas zu sagen, dann würde ich mein Versprechen doch halten, oder? Ich liebe Blumen, aber nicht irgendwelche Blumen. Ich liebe die Blumen, nach denen ich benannt bin. Südlich meines Hauses in der Nähe des gelben Baumes, aha, findet ihr Lilien, rote Lilien. Okay, sie möchte gerne 6 Stück davon. Na gut, dann begebe ich mich nochmal dahin. Und dann hoffe ich, dass sie das beeindruckt und die mir das Geheimnis verrät, dass ich der Frau dann erzählen kann und so weiter. So kommt ja jemand hier in den Stall von Hölzchen zum Stöckchen. Gut. Aber Gott sei Dank ist es hier jetzt nicht sehr weit bis zum gelben Baum. Da ist er schon, da waren wir schon mal. Und da muss ich jetzt nämlich, ja gut, die greifen mich dann sowieso an, die verwilderten Keiler ja. Sind denn die Blumen? Ach, südlich des gelben Baumes. Okay, alles klar. Dann müssen wir hier irgendwo in der Gegend suchen. Mensch, ich dachte, ich könnte da mal ganz schnell ein paar pflücken, aber ist ja nichts. Und jetzt leckt es hier gerade hier. So, okay. Eine. Ah, da haben wir die. Rote Lilien. Super. Dann muss man nur noch 5 Stück. Naja, wir schaffen das heute noch.
Mensch. Wir können ein bisschen besser leuchten hier. Ah, da ist noch eine. Tja, jetzt noch 4 Stück. Das kann ich ein bisschen ziehen hier. Okay. Vielleicht sind die deswegen begehrt, weil man die so selten findet. Ah, schon die dritte. Ja, das haben wir gleich. 3 Stück. Ah, das ist schon die vierte. Vierte Lilie. Ah, und jetzt noch 2. Die finden wir. Ich glaube, da war was. Ist das das? Ach, da. Genau dort. So, noch 1. Also noch eine Lilie. Okay, da kann ich ja mal hier Kupfer auch nochmal rausholen. Okay, prima. So, jetzt noch eine Lilie. Komm, das muss ein bisschen schneller gehen hier. Hallo Lilie, wo bist du? Manometer, echt, ey. Krieg ich ja wunde Füße hier. Kann echt nicht wahr sein, ne? Jetzt so die letzte findet man nicht. Das ist ja immer so, ne? Da war was. Yo. Sehr gut. Okay, ich glaube, so viel ich jetzt gelaufen habe, habe ich mir eine Abkürzung jetzt verdient. Ja, okay, mach mal das. Gehen wir auf den direkten Wege zu der Auftraggeberin. Vielleicht redet die dann. Ah, da ist sie ja. Gut. Hallo. Sie erzählt, wenn ihr euch im südlichen Schwedwald umgesehen habt, sind euch bestimmt die vielen Leute von großem Volk aufgefallen. Nun kennt ihr mein Geheimnis, ohne dass ich auch nur ein Wort gesagt hätte. Oh, vielen Dank für die Blumen, Vlad. Sie sind wunderschön. Oh, gern geschehen. Jetzt habe ich die Blumen abgegeben, sie ist glücklich und sie hat mir verraten, wovor der Nachbar Angst hat. Das ist wahrscheinlich die Räuber hier, die wir aufgesucht haben. Jetzt kann ich das der aufmerksamen Nachbarin auch sagen. Ah, großes Volk. Schlimm genug, dass die Menschen in Archet ihre Stadt niederbrannten und dann in den Schädwald gerannt sind. Ich wusste nicht, dass hier welche in der Nähe sind. Oh, Falco, wie sollen wir bloß mit dir machen? So, okay, jetzt beende ich das. Kann aber hier keine Belohnung aufnehmen. Das ist ein bisschen blöd. Ich muss, glaube ich, irgendetwas wegschmeißen. Nur was könnte ich davon... Nein, entferne ich das hier. Okay. Und dann nehme ich den Zweihänder, den kann ich zwar nicht tragen, das aber... Ihr da, dürfte ich kurz mit euch sprechen? Okay, und dann ist nämlich die Aufgabe, sprecht mit Falco Grünhand auf seinen Hof. Ihr solltet euch besser noch einmal mit Falco unterhalten, vielleicht sind ja diese geheimnisvollen Eindringlinge für den erbärmlichen Zustand seines Gartens verantwortlich. Okay, dann nehmen wir auch diese Aufgabe ab, aber das ist eigentlich eine Gruppenaufgabe. Da müsste ich vielleicht noch ein bisschen warten, ein bisschen... meine Muckis trainieren und meine Jägerfähigkeiten, sonst kriege ich da bei der Gruppenaufgabe eins auf die Mütze. Und damit ist niemandem geholfen. Deswegen gehe ich jetzt zurück nach Stadel und gebe eine Aufgabe ab. Und mal schauen. So. Jetzt kann ich hier die Aufgabe abgeben bei den unfreundlichen Krämer. Da ist er. Wie unhöflich. Wie unhöflich, ich hab dir gerade geholfen. Der sagt, das ist mein Pfeifenkraut. Habt vielen Dank. Wusste ich es doch, dass die nichtsnützigen Schwarzwolds versuchen, mit meinem erstklassigen Pfeifenkraut das Weite zu suchen. Wenigstens habe ich jetzt die Pflanzen wieder. Aber was ist denn, wenn die wiederkommen, um sich den Rest zu holen? Ja, kannst du mich beauftragen. Da kommt es. Es ist die Nachtwache. Wenn wir nichts unternehmen, werden die Schwarzwaldräuber auch weiter mein Pfeifenkraut stehlen.
Sie schleichen sich im Schutz der Dunkelheit auf mein Feld und nehmen so viele Pflanzen mit, wie sie nur tragen können. Doch wenn ihr sie auf frischer Tat ertappen könnt, jagt ihnen das vielleicht einen gehörigen Schrecken ein. Okay, das heißt, ich muss nachts den Räubern den Hintern versohlen. Gut, machen wir. Aber das werden wir nicht diesmal machen, sondern in der nächsten Folge. Ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder und bis dann. Ciao.